Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Map-Vorstellung im LS22 auf unserem Kanal. Für euch habe ich heute wieder mal eine neue Karte, und zwar die Norddeutschland, eine Vierfachkarte. Und ich würde sagen, wir schauen einmal gemeinsam rein. Und stehen hier schon mal an einem Startpunkt. Den ersten Blick, würde ich sagen, werfen wir mal wieder auf die Karte. So. Genau. Wir haben hier die Version 0.3, also noch eine Beta-Version, so wie man es hier auch gut erkennen kann. Und ja, ich würde euch sagen, ich gebe euch mal kurz ein paar Fakten. Die Karte befindet sich natürlich noch im Aufbau und der Mapper arbeitet alleine an der Karte. Es sind vier Verkaufsstationen verbaut. Eins, zwei, drei, drei. Okay, bei der vierten würde ich sagen, da fehlt dementsprechend der Punkt. Dann haben wir auf jeden Fall vier Höfe. Ist auf jeden Fall schon mal für einen Multiplayer oder für einen Server definitiv genial. Um die 50 kleine bis große Felder. Ein Kuhstall ist schon standardmäßig verbaut. Der Mapper empfiehlt Cosplay oder ähnliches, da die Felder häufig nicht quadratisch sind. Und der Helfer es nicht immer ganz genau schafft, die zu bearbeiten. Ich muss sagen, ich finde das gar nicht schlecht, wenn es mal nicht quadratisch praktisch gut ist, sondern eher auch ein bisschen unförmig. Da muss man selber was tun. Und man braucht auf jeden Fall einen Zusatzmod, und zwar die Selling Station. Ich werde euch alles unten in der Beschreibung dann natürlich wie immer verlinken. So, wir gucken mal hier auf das Land. Wir können hier sämtliche Felder kaufen. Preise sind, ja, ich würde mal sagen, es gibt auch was Günstiges dabei. Wenn ich mir das hier so angucke, dann passt aber das noch nicht so ganz mit den Feldern hier überein. Also die Map muss auf jeden Fall nochmal überarbeitet werden, hätte ich gesagt. Dann schauen wir uns doch hier mal um, was wir so alles haben. Hier haben wir auf jeden Fall eine Straße ohne Verkehr, würde ich sagen. Okay, hier haben wir einen kleinen Versatz, das fällt sofort ins Auge. Aber gut, das sind Kleinigkeiten. Dieser Häuserstil, der ist halt für Norddeutschland sehr typisch. Mit diesem Fachwerk. Okay, ein paar Ruinen, die gibt es natürlich immer überall mal dazwischen. Auch wie es in der Realität ist. Die verfallen nämlich gerne mal, diese Häuser. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal aus der Luft an. Okay, da sehen wir schon ein erstes Error. Das gucken wir uns aber zum Schluss an. Wir wollen erstmal fliegen. So, hier haben wir einen Unterstand. Ich würde sagen, da fehlt ein bisschen die Bodentextur. Da gehört normalerweise noch ein bisschen Schotter hin oder sowas. Unterstellhalle. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch mehr Unterstellmöglichkeiten. Da haben wir eine Scheune. So, was bist du hier? Du bist der Kuhstall. Okay, also ist das schon mal der Kuhhof.
Da haben wir die Felder. Okay, das heißt, das hier soll der Hof 1 sein. Ah, da drüben ist der Hof 1. Okay. Also ich komme jetzt hier gerade nicht so... Ah, okay, die Beschreibung ist nicht ganz 100% an der richtigen Stelle. Also, das war jetzt der Kuhhof, Hof 1. Dann sind wir hier, Hof 2. Hier haben wir Silo, würde ich sagen. Oder sind die nur Deko? Nein, die sind nur Deko. Hier haben wir große Halle. Hier haben wir eine Waage. Oh, Moment. Ich sehe hier Schienen. Jetzt ist die Frage. Nee, so wie das zugewachsen ist, würde ich behaupten, dass hier kein Zug links fährt. Was? Okay, hier haben wir Deko-Waggon. Eigentlich witzig gemacht. Wenn man das jetzt noch funktionierend hinkriegt, dass man hier dann irgendwo vielleicht noch ein Überladesilo macht oder sowas. Oh, da habe ich schon wieder Gedanken. So. Wir folgen jetzt hier mal der Strecke durch die Wildnis. Okay, also hier ist schon lange kein Zug mehr gefahren, würde ich behaupten. Aber ich sag mal so, wenn man den zum Laufen kriegen würde, oder das in einem der Updates folgt, das wäre natürlich der grandiose Hit. Okay, das geht hier einmal komplett über die Karte rüber und hier ist dann gleich Ende im Gelände irgendwo. Nee, noch nicht. So, jetzt sind wir aber schon... Okay, wir sind jetzt da unten außerhalb des Kartenbereiches. Okay. So, was haben wir hier? Hier haben wir nur Bodentextur. Da haben wir ein bisschen Gras. Okay. Gut, also man sieht, die Karte ist hier definitiv noch im Aufbau. Straßen gibt es auf jeden Fall hier schon. Das heißt, dann ist hier nur der Bereich hier vorne schon soweit ja, vorbereitet bzw. spielbar. Genau, also da, wo jetzt auch die ganzen Felder eingezeichnet sind. Wassergräben ist auch nicht schlecht. So. Okay, wir sind jetzt hier auf der BGA. Ich würde mal sagen, das Ding ist natürlich auch ein bisschen größer dimensioniert. Hier könnte sich dann ein LU oder irgendwas niederlassen. Okay, praktisch. Dann gibt es hier auch gleich den Händler. Haben wir zwei Symbole verbaut hier. Okay, zweimal verbaut. Ist die Frage, ob das so sein soll oder ob das auch nur vielleicht ein Fehler ist. Das müsste man sich dann anschauen. So, dann habe ich hier auf der Beschreibung jetzt irgendwo den Hof 3. Das sieht mir nach dem hier... Jetzt Hof 2. Also ihr seht, es ist noch ein bisschen verwirrend hier. Das war die BGA. Das ist der, soll der Hof sein. Wir sind aber jetzt schon wieder hier.
Okay, wir folgen mal der BGA einfach ein Stück weiter. Mal gucken, was da kommt. So, hier lang. Ah! Guck mal hier. Also, vielleicht ist hier ja doch was geplant. Das sieht mir wie eine Verladestation aus für einen Zug. Na, das wäre ja echt der Hit. Hier auch. Okay. Es wird spannend. Aber ich sehe jetzt hier noch keinen Hof. Ich vermute mal, dass die PDA-Map nicht im richtigen Verhältnis ist. Hier haben wir den Tierhändler auf jeden Fall. Tierhändler. Okay, der hat auch kein Symbol eingezeichnet. Der Gesteinsbrecher, der, ja, der passt vom Symbol her. Hier haben wir so ein kleines Dörfchen. Häuser sind auch unterschiedlich, das ist ja auch immer wichtig. Hier haben wir noch ein bisschen Siedlung. Aha, hier ist was. Das sieht mir aus wie die Strohscheune. Unterstellmöglichkeiten. So, hier haben wir noch wieder Unterstellmöglichkeiten. Hier haben wir eine Halle. So, was habe ich da? Ah, Giovanni. Das sieht mir aus wie eine Verkaufsstelle. Das wird aber auch sportlich, da reinzufahren. Okay. Oder kommt man hier hinten rum? Ja, könnte auch noch darum. Okay, das sollte man vielleicht nochmal überdenken. So, hier haben wir auch nochmal Verkaufsstelle. Das sieht mir aus wie ein Supermarkt. Und dann sollte hier vorne, ist hier noch irgendwas anderes? Also ich würde mal bezeichnen, dass das hier wahrscheinlich dann ein Hof sein soll oder wie auch immer. Okay, hier ist das Bodenterrain noch nicht ganz angepasst. Da sehe ich auf jeden Fall eine Tankstelle. Die hat auch kein Symbol. Okay, Feuerwehr. So, okay, dann ist und hier schon wieder Ende. Okay, also ich würde mal mein Fazit schon mal schließen. Es gibt auf jeden Fall noch eine verdammt große Menge zu tun. Wie gesagt, ist auf jeden Fall erst eine Beta. Aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt hier in der Form Schienen sehe, auch wenn noch kein Zug da ist. Vielleicht kommt da noch was. Ich würde es auf jeden Fall mega begrüßen. Das Ganze ist auf jeden Fall einer Region nachempfunden in Norddeutschland bei Lüneburg, bisschen südlich davon, die es also auch dementsprechend so ähnlich gibt. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was da noch kommen wird, wie es hier mit der Karte weitergeht. Da hängt der Zaun in der Luft, okay. Und die Karte hat auf jeden Fall ein Potenzial, würde ich sagen. Und ich werde sie auf jeden Fall weiter beobachten. Und damit kommen wir auch schon zum Ende.
der Vorstellung. Wir schauen noch mal eben hier in die Lok rein. Da sehen wir, da haben wir auf jeden Fall ein paar Errors. Wochenerror. Aha, da steht es auch schon. Block Area Map is wrong size. Terrain. Okay, da haben wir ein Warning. Okay, also da haben wir definitiv noch ein paar Baustellen, die behoben werden müssen. Noch eine Warning. Error. Oh, was haben wir denn da? Missing Textur. Okay, ich würde mal sagen, da fehlen oder da sind die Dateipfade verkehrt. Okay, also man sieht, es ist definitiv eine Beta. Die Karte ist noch im Aufbau. Ich sag mal, ich werde mir hier zu dem Zeitpunkt, glaube ich, jetzt noch kein Urteil erlauben wollen. Ich bin gespannt auf jeden Fall, was hier weiter passieren wird mit der Karte. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt. Und über ein Däumchen würden wir uns natürlich auch freuen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.